Vor allem die Momente, wo es wirklich weit über die Grenzen des Natürlichen so hinausging, das waren eigentlich immer die tollsten Momente. Buchsen Sie, trinken Sie, haben Weibergeschichten, in der Rolle kann man sich richtig ausleben, oder? Ja, da gibt es wenig zu beklagen. Also es gibt nicht so viel, was der Tristan noch nicht erlebt hat, glaube ich. Ja. Was war Ihr Lieblingsmoment? Ah, oh, da gibt es so ein paar, aber es gab vor allem, oder sagen wir mal so, vor allem die Momente, wo es wirklich weit über die Grenzen des Natürlichen so hinausging, das waren eigentlich immer die tollsten Momente. Welche Handlung würden Sie sich für Tristan wünschen? Tja, also da gibt es verschiedene Szenarien. Zum einen könnte es die große Liebe sein, zum anderen könnte es aber auch, ja, ein großer weiterer Exzess sein. Also vielleicht nochmal so ein Oldtimer-Rennen, da hätte ich immer Bock drauf. Wen muss man mehr fürchten, Ansgar oder Tanja? Wahrscheinlich keinen, wenn es drauf ankommt. Die Bergs sind schlimmer, oder wie? Aber wir sind jetzt, wir sind ja... ja. Geschichte. Ja. Obwohl im Hintergrund haben wir sie ja. Ne? Haben sie sich nochmal reingemogelt. Naja, heute Abend. Einer ihrer Lieblingsfilme ist ja Vier Fäusten für ein Halleluja. Ja, richtig, ja. Mit welchem VL-Partner würden Sie das gern mal verfilmen? Mit welchem Partner ich diesen Film verfilmen würde? Von Verbotene Liebe. Ja, gut, da das ja Brüder sind, kann das ja nur mein Kollege Sebastian sein. Ne? Gibt's ja gar keine andere Wahl. Wer ist Terence Hill und wer ist Bud Spencer? Das müsste sie mir sagen. Da halte ich mich erstmal raus. Das könnte Ärger geben. Florian Wünsche sehen wir beim Partyprinz. Wenn ich als Miriam bei irgendwas aufgeregt bin, dann denke ich, denk dir einfach, du bist Tanja, dann kriegst du das hin. Jetzt ist Ende. Ihr könnt ausschalten. Geht.